Hallo, herzlich willkommen. Ich grüße dich. Das Jahr geht zu Ende und oft werde ich gefragt in dieser Zeit, du, wie reflektierst du dein Jahr? Wie gehst du in das neue Jahr? Machst du etwas Bestimmtes? Ist der Jahresübergang für dich einfach ein fließender Vorgang oder machst du etwas? Und nachdem es dieses Jahr so viele Menschen sind, die interessiert dran sind, wie kannst du erfolgreich mit einem Jahr abschließen und in das andere hineinwachsen, etwas anders machen, besser machen, noch erfolgreicher werden, wie du jetzt bist, im Bereich deiner Familie etwas verbessern, im Bereich deiner Partnerschaft etwas verbessern, vielleicht im Beruf noch erfolgreicher zu werden, vielleicht noch mehr mit Vermögen ansammeln oder auch die Gesundheit oder auch das Wichtigste, deine persönliche Entfaltung. Ja, und ich mache dieses Jahr etwas, was ich sonst partout nicht mache und auch noch nie gemacht habe zuvor, nämlich zwischen Weihnachten und Neujahr einen Workshop für dich. Ja, du hast richtig gehört, für dich. Denn ich habe mich aufgrund der vielen Fragen an eins erinnert. Das ist jetzt 17 Jahre her. Vor 17 Jahren war ich vielleicht wie du, hatte dieselbe Frage. Wie komme ich besser in das neue Jahr? Was kann ich tun, dass ich mir vornehme zum Jahreswechsel? Und vor allen Dingen, wie kann ich es auch auf die Straße oder ins Leben bringen im nächsten Jahr? Und mir hat damals einer meiner Lehrer sehr weitergeholfen. Und er hat mir damals eine Frage gestellt und die darfst du gleich mit aufnehmen, sozusagen als kleine Vorbereitung oder Inspiration. Er hat mich gefragt, was hast du in diesem Jahr, es war auch so die gleiche Zeit, im Januar für 3 wundervolle Erlebnisse gehabt? Ich konnte ihm eins sagen, das war mein Urlaub, aber das zweite und dritte konnte ich ihm ad hoc nicht sagen. Ich musste nachdenken, hatte ich ein Seminar, mit wem war ich zusammen? Dann hat er mich gefragt, sagte, was war das Bedeutendste im März, im Juni, im August, im September? Und jedes Mal musste ich drüber nachdenken. Und er hat den wesentlichsten Satz damals für mich zum Jahresende gesagt. Er hat gesagt, schau, wenn du nicht weißt ad hoc, was in jedem Monat des jetzt momentan noch laufenden Jahres jeden Monat 3 wundervolle Dinge, die geschehen sind. Wenn du nicht weißt, was passiert ist, ist das Jahr einfach vergangen. Und du sagst am Jahresende, das war ein schnelles Jahr. Und du hast keine bewusste Erinnerung an das, was die Basis ist für dein nächstes Jahr. Und das hat mir damals sehr zu denken gegeben. Und seit diesem Zeitpunkt, seit 17 Jahren, mache ich eins am Jahresende. Ich reflektiere mein Jahr. Und nicht nur, dass ich mein Jahr reflektiere, wie es gewesen ist, sondern ich baue darauf auch mein nächstes Jahr auf. Das setzt allerdings voraus, dass du ein paar Dinge über dich kennst. Und genau darum geht es in einen Mini-Workshop. Mini-Workshop, 4-5 Stunden, je nachdem, wie wir durchkommen. Wir haben ein relativ straffes Programm. Es geht um dich zu definieren, was zeichnet dich aus, wo sind deine Stärken, in welche Richtung kannst du am besten gehen, um die Reflexion des Jahres und wie kannst du es im nächsten Jahr auf die Straße bringen. Und damit dir das auch gelingt, ist es nicht nur ein Mini-Workshop, der eine Vorbereitung hat, weil du bekommst am ersten Weihnachtsfeiertag deinen ersten Vorbereitungsvideo von 3, dass du auch vorbereitet in diesen Workshop kommen kannst. Und
Dann laufende Begleitung für das gesamte nächste Jahr. Geplant ist, dass du einmal im Monat zum Beginn des Monats eine Übersicht kriegst, was du am besten jetzt an diesem Monat tust. Du weißt wahrscheinlich bereits, dass das Jahr ganz besondere Qualitäten haben, dass die Jahreszeiten Qualitäten haben, die Monate Qualitäten haben und diese Qualitäten solltest du ganz bewusst nutzen. Und damit du es nicht vergisst und auch nicht vergisst, was du dir am Jahresende vorgenommen hast, erinnere ich dich dran über Videolektion einmal im Monat und es kommen noch ein paar Extras mit dazu, doch darüber spreche ich im zweiten Vorbereitungsvideo. So, jetzt willst du wissen, wann ist der Live-Workshop? Der Live-Workshop ist am 28. Dezember im Schloss Laubeck. Du erfährst alles bei uns auf der Internetseite, genau da, wo du jetzt vielleicht auch diesen Video schon siehst. Er fängt am Nachmittag an, also so, dass du nicht viel Zeit mit deiner Familie einbüßt und geht, bis wir abends alles durchhaben. Du bekommst auf diesen Workshop nicht nur eine Anleitung, sondern auch hilfreiche Formulare, die ich extra für diesen Workshop entwickelt habe. Und ich bin da auch ein bisschen stolz darauf, denn es ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Du kriegst echtes Arbeitsmaterial. Also es ist, was der Name sagt, es ist ein Workshop. Du fängst direkt an zu arbeiten und direkt an, dich vorzubereiten und hast dann natürlich in deinen erholten Tagen noch für dich genügend Zeit, dich auf das neue Jahr richtig vorzubereiten und das alte richtig stark und voller Lebensfreude abzuschließen. Wenn du sagst, ja, das ist was für mich, das habe ich mir schon immer gewünscht, in der Kahi Family hast du einen Vorzugsbonus, weil für dich kostet dieses Seminar die Hälfte. Der normale Wert für das Seminar, wir schreiben es für 288 Euro aus, für die Kahi Family 144 Euro. Du weißt, als Kahi Family Mitglied eine ganz besondere Zahl, die 12 mal 12. Und es soll für dich auch ein Geschenk sein, denn du weißt, dass es mir wichtig ist, dass du erfolgreich wirst. Und ich bin fest davon überzeugt, dass dieser Mini-Workshop mit dieser doch sehr langen Begleitung dich auf der Spur hält und dir hilft, stark, sicher dahin zu kommen, wo es für dich richtig ist. Und in diesem Sinne, ob wir uns sehen oder nicht, ich wünsche dir vielen, vielen Dank für alle die schönen Momente, die wir gemeinsam verbringen konnten. Und ich freue mich schon auf die schönen Momente, die wir noch verbringen werden und wünsche dir ein gesegnetes Weihnachtsfest mit deiner Familie und einen absolut wundervollen Rutsch ins neue Jahr, das sich so entfalten soll, wie du es dir schon immer gewünscht hast. Das ist mein Wunsch für dich. Danke, dass es dich gibt. Alles Liebe, dein Trompeter.